Herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper, unser Friedhofswärter. So, wir haben jetzt hier irgendwie so einen Geistbesuch gehabt, denke ich mal. Und wir sollten irgendwas exhumieren. Ich schau mal eben, was wir jetzt... Ach, guckt mal, wir könnten rein theoretisch schon was kochen. Das ist ja cool. Aha. Teig, uns fehlt dreimal Wasser, okay. Also am Kochtisch können wir schon einiges errichten. Hier könnten wir Brennstoffe... Brennen, was? Könnten wir eigentlich mal probieren. Hat es jetzt gerade geklingelt? So, hier unten mussten wir ja noch irgendwie... Hat es geklingelt? Oh, Schiedwetter. Ah, gehen wir mal wieder rein. Wir haben diese Exhumierungsurkunde bekommen. Ach, wir müssen die noch lernen. Okay. Dann tun wir das doch. Was haben wir hier? Fleisch. Eimer mit sauberem Wasser. Familie Frosch grüßt euch auch wieder mal. Ein paar Blumen. Wir haben einen Energietrank. Okay, wir haben einen Humpen Bier. Ah, wir müssen Gary noch unser Bier bringen. Und ich bin mir nicht sicher, dass wir schon mit dem Geist gesprochen haben. Egal, hier unten müssen wir noch irgendwie was freikriegen. So, lass mal schauen, was können wir denn hier bauen? Eine Kiste könnten wir bauen. Wir bräuchten aber, um hier... Warte mal, der war hier drüben, ne? Dieser komische Typ. Mehrere, weiß ich nicht. Ich glaube, Keile, Bretter und Metall. Lasst uns das hier mal auseinandernehmen. Eventuell bekommen wir ja die benötigten Teile. Aha. Einen roten Punkt haben wir dazu bekommen. Nägel, Mehl. Okay. Nägel, Bretter, cool. Auch wieder Nägel. Metalldinger. Oh, das geht aber ganz schön auf die Ausdauer. So, wir haben... diese Keile noch nicht. Bräuchte unser Arbeitszimmer. Pass auf, wir tun das mal alles darüber. Weizen tun wir oben hin, hier, das tun wir hier rein. Hm, die Nägel und das Metall tun wir auch hier rein. Hm, was haben wir denn hier? Steinreparatur, alles klar. Gut, wunderbar. So. Wir sollten eigentlich, wie gesagt, eigentlich. Weiter Optionssteuerung Hauptmenü. Wir hatten doch hier noch irgendwie da. Nein. Hier. Unsere Technologien könnten wir. Müssen wir gleich mal schauen. NPCs. Du musst zurück nach Hause zu deiner Frau kommen, ja? Hol ein Bier aus einer Taverne für Gary haben wir. Machen wir jetzt gleich. Geben wir ihm auch. Für Frau Anmut müssen wir beweisen, dass er sich dass sie sich mit uns unterhalten sollte. Schlange. Sieht gefährlich aus heute. Keiner weiß, wo der ist. Ich glaube, das ist der unten in meinem Keller. Bin ich ganz ehrlich. Episkop, ja, hier ist aber kein Geist. Ah. Da müssen wir schauen. Der Händler am, sagen wir mal, Widdertag sieht aus wie Widder. Und wir müssen noch... Ja, aber wo? Gegen die Schleime kämpfen. Alter Friedhof, Leichenhalle zu Hause, Küchen... Weizenfarm, das Dorf. Ah, das ist so süß gemacht. Ich gehe mal kurz mit der Maus hier hin, ob man da... Okay. NPCs, die Schleime. Wo ist er denn? Da, Kreuzwold. Hinter der Schmiede, okay. Dann gehen wir erstmal zu Gary und bringen ihm sein geliebtes Bier. Ja. Ach, guck mal, hier haben wir schon wieder eine Leiche. Okay. Ach, deswegen hat es geklingelt. Eine neue Leiche bekommen. Oh. Na. So. Gary, hör mal. Hey, wo ist mein Bier? Gib ihm das Bier, Mama. Damit haben wir die Aufgabe schon mal beendet, haben +20 irgendwie.
Oh, wie enttäuschend. Ich glaube, ich brauche was Stärkeres. In Ordnung, du scheinst ja so in Ordnung zu sein. Also, hier ist ein guter Ratschlag. Pass auf, hör auf, durch die Gegend zu laufen und alles zu erzählen, und allen zu erzählen, dass du aus einer anderen Welt kommst. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, ich habe meinen Körper aus einem ähnlichen Grund verloren. Also, wenn du deinen behalten willst, deinen Körper, dann hör auf. Na, vielleicht hat er recht. Ich sollte vorsichtiger sein. Also, was war deine Frage? Ich habe ein paar Fragen. Gib ihm Wein. Wie komme ich nach Hause? Ganz einfach. Du kannst bestimmt das Portal auf dem Hexenhügel benutzen. Da muss ich einfach nur durchgehen, oder was? Muss ich es erstmal anschalten? Ich habe hier offensichtlich kein Gehirn in meinem Kopf. Also weiß ich auch nicht, woher dieses Wissen kommt. Ich habe dir alles verraten, woran ich mich erinnere. Vielleicht helfen ein paar Bücher aus der Bibliothek weiter. Wow, die Kirche hat eine Bibliothek im Keller. Oder vielleicht weiß der junge Astrologe was, der ist eigentlich ziemlich clever. Wie komme ich in die Bibliothek? Fragen wir erstmal nach der Bibliothek, würde ich sagen. Natürlich durch die Kirche. Und ich glaube, dein Weinkeller schließt an die Kirchengewölbe an. Cool, also unser Keller. Alles klar. Oh, sogar die Leichenhalle ist irgendwie damit verbunden. Da unten gibt es ein ganzes Netz von Tunneln und Gängen. Netz, ich fischte gern. Ich kann mich ans Fischen erinnern. Ich habe mal Fisch gefangen. Der war so zart. Ich habe keine Hände, aber glaub mir, der war riesig. Ich hasse Fischgeschichten. Und einmal, weißt du was, ich muss los. Klar, ist ja auch toll, wenn man Beine hat. Vergiss nicht, mir Wein mitzubringen. Alter Falter, jetzt will der noch mehr saufen. Fangen wir mal nach dem Astrologen. Oh, er ist so klug und immer fröhlich und ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber das denke ich zumindest. Aber sein Wein ist der beste. Aha, dann müssen wir also zu dem Astrologen, um den Wein zu bekommen. Und er war ein guter Freund des Leuchtturmwärters. Aha. Sie trafen sich an jedem Sichelmond am Leuchtturm. Wo ist der Leuchtturm? In der Nähe von, mal nachdenken, wann war das? Ich hab's vergessen. Die ganzen Fragen sind so frustrierend, du bist kein guter Freund, weißt du? Zurück. Gehen. So, bis später. Achso. So, Autopsie. Ja, dann nehmen wir das Fleisch mal an uns. Kriegen wir bestimmt auch wieder einen Punkt für einen grünen. Wir haben noch keinen blauen Punkt. Unbekanntes Körperteil. Achso, unbekannt. Leiche nehmen. Müssen wir die eigentlich jetzt verbuddeln? Wir müssen unseren Job ja machen. Wir müssen mal den Zaun hier reparieren. Aber wie sieht's denn hier aus? Die klatschen wir hier mal eben hin. So, jetzt bauen wir hier eine Grabstätte. Die würde sich doch hier gut machen. Zapp. So, buddeln wir die mal aus. Klatschen wir den Kollegen da mal rein hier. Und buddeln ihn wieder zu. Jetzt haben wir eine Bestattungsurkunde, da können wir eigentlich Geld für kriegen. So, Grab. Kein Grabzaun, wir haben nichts dabei, ne? Müssen wir erst herstellen, glaube ich. Lass mal gucken. Blumenbeet, wir haben ja keine Blumen für. Mist. Brauchen wir Dreck, Stein. Das ist aber blöd. Was können wir denn hier machen? Aha, wir bräuchten also weitere Werkzeuge. Die könnten wir natürlich bei uns an der Werkbank herstellen. Wir nehmen jetzt mal beide mit von beidem, also Stein- und Holzreparatur, und versuchen mal hier ein einigermaßen hübsches Grab rauszubekommen. Geht aber nicht. Schade eigentlich. Gut, dann war doch hier irgendwie die Rede von irgendeinem Grab, das wir exhumieren sollen. Auch wenn ich im Moment gar nicht wüsste, welches. Ist irgendwie unterhalb von irgendeinem anderen Grab gelegen. So ein Kacktyp irgendwie, haben sie gesagt. Können wir das denn hier nicht reparieren? Schade. Aha. Ich frage mich, was hier in der Mitte die Leiste bedeutet. So, hier können wir das
Holzkreuz mal reparieren. Dann haben wir nicht mehr minus 3. Haben wir nur noch minus 1. So. Müssen wir, glaube ich, erst erreichen irgendwie. Erlernen irgendwie. Keine Ahnung. Mir ein Bit schreiben. Die königlichen Dienste sind verfügbar, sobald die Kirche wieder geöffnet ist. Okay. Blumenbeet können wir nicht, Grabstätte können wir nicht. Das ist doof, aber egal. Müssen wir, ich meine, wir sind ja noch total am Anfang. Wir müssen Schleime killen. Und er hat gesagt, dass wir hier von der Leichenhalle auch irgendwie eventuell. Achso, hier. Ausräumen brauchen wir auch wieder den Kram, okay. Das Ding können wir im Moment auch noch nicht reparieren. Zwei Bretter, zwei Nägel, könnten wir eigentlich machen. Fix the corpse, aha. Okay, Leiche herausfertigen. Wir brauchen unbedingt Metall und Stein und Tischbretter. Wir haben jetzt Stückchen dabei. Warte mal, was ist eigentlich hiermit? Können wir gar nichts machen, okay. So, die nächste Leiche haben wir beseitigt. Wir haben jetzt sogar den Garten im Endeffekt. Den Garten können wir aber noch nichts erbauen. Holen wir uns mal noch einen Eimer Wasser. Kann ja sein, dass wir wirklich drei Eimer brauchen, um irgendwie Teig herzustellen. Ein leeres Beet. Machen wir doch mal hier ein leeres Beet einfach hin. Vielleicht lernen wir dadurch was. Bäbä. So. Wir müssen schon fast wieder pennen gehen. Wir haben... Ah, Pflanzen. Bräuchten wir also Dünger. Krass. So, hier gibt's nix. Das ist unser Steingarten. Komm, den können wir mal wegmachen, damit es hier besser aussieht. Wir müssen hier gleich eine Runde pennen. Und dann gehen wir Schleime killen, denke ich mal. Guck mal, wir brauchen Holz und so. Wir besorgen jetzt einfach mal ein paar Grundmaterialien. An unserer Werkbank. Ich gehe jetzt mal zu der Werkbank neben dem Haus, es sei denn, wir können hier den Stein abhacken. Na, nämlich direkt Stein. Cool, ein Stein. Platz für Steine. Kann ich denn jetzt hier... Oh, okay. Ne, machen wir den erstmal weg hier. Ich dachte, ich könnte hier Steine ablegen, wisst ihr? Technologien, Karte. Das sind bestimmt große Steine, die wir so tragen. Genauso wie hier. Platz für Holzscheiter. Apropos Kiste. Die nehmen wir mal mit, weil wir müssen ja eh gleich Schleime töten. Ein Stein. Arbeitszimmer. Ist das hier? Geschichte. Aha. Gefertigt dann Zufallsgenerator Arbeitstisch. Ja gut, die holen wir mal wieder rüber. Wir haben eine Geschichte, weil wir Journalist sind. Guck mal, wir können eine Kiste, Ofen, Holzstapel, Hofvergrößern, Steinvorrat. Also Steinvorrat und Holzstapel haben wir ja schon, Hofvergrößern haben wir nicht. Ofen. Wir haben hier keinen Ofen, ne? Was brauchen wir denn für einen Ofen? Steine und Bretter. Okay. Wir holen mal eben Arbeitsmaterial hier unten aus der Kiste. Da, zup. Nehmen wir alles mit. Perfekt. Hier haben wir eine Runde Bofen. Ah, die Nacht zieht herein. Hören wir mal zum Nachtwächter. Ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Also jetzt haben wir diesen komischen Tag da, diesen komischen. Aha. Der Geist jetzt neu da. Das ist gut, denn was man. Also, das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Was glaubst du, wer du bist? Ich bin der neue Friedhofswärter. Hurra, ein Neuankömmling. Wow, ich bin hier schon. Wie lange noch gleich? Ich bin Jorik. Bin so einsam. Ich armer, armer Kerl. Wie schade, dass du hier bist. Warte. Nein, im Gegenteil. Ich freue mich, dich zu sehen. Aber wir haben ja ein echt unangenehm... Das ist nämlich die Quest nochmal, okay? Neben uns vergraben. Wir hätten lieber einen neuen Nachbarn. Kannst du uns vielleicht damit helfen?
Ja, ich weiß nicht. Also wirklich, ich weiß nicht wirklich, warum ich hier bin, Gary. Also hat mich hier hingeschickt und ist Jorik und der Gary lustig? Der halbtote Schädel, das ist dieser neidische Bastard. Er träumt bestimmt von der ewigen Ruhe, die ihm vergönnt ist. Ach, was sage ich da? Hier ist es furchtbar. Vor allem wegen dem Typen in dem Grab, da rechts unten. Der ist so gemein. Kannst du ihn nicht loswerden? Grab ihn einfach raus und schmeiß ihn in den Fluss. Ich kann dir sogar eine Erlaubnis geben. Da haben wir sie, Erlaubnis. Die ich ihm geklaut habe, als er noch lebte und als ich noch lebte. Was für eine Erlaubnis? Du bist so ein Dummerchen. Um eine Leiche auszugraben, brauchst du eine Erlaubnis. Der alte Wächter hat sowas immer im Briefkasten bei der Kirche gemacht. Ja, können wir ja nicht machen. So, haben wir die jetzt? Bestattungsurkunde. Da, Exhumierungserlaubnis. Können wir die irgendwie angucken? Benutzen. Nee, ablegen könnten wir sie auch. Wir gehen mal wieder zu unserer Leichenhalle. Was ist eigentlich hier mit diesem Lagerfeuer? Aha. Auch wieder eine Kochstelle für uns. Den hier müssten wir reparieren. Jo, können wir. Vorbereitungsplatz, den haben wir doch da drüben. Eine Pritsche. Was ist das denn hier drüben? Wüsste ich jetzt nicht. Schauen wir mal, wenn wir diesen Blueprint da... Achso, können wir nicht. Wir können auch keinen Blueprint gucken. Okay. So. Drei Steine. Ja, zwei Steine und vier von diesem Metall. Ich wüsste im Moment nicht, wo wir Metall herbekommen. Es sei denn, wir bauen irgendwas auseinander. So, wen sollen wir da exhumieren? Kein Plan. Grab. Holzmarkierung, bla bla. Gefertigt an Werkbank für Holz, Werkbank für Sägeblock, okay. Aber wen sollen wir denn hier exhumieren, Mensch? Wir nehmen mal den hier. Um eine Leiche zu exhumieren, benötigst du eine Exhumierungserlaubnis. Exhumierungserlaubnis. Willst du die Leiche wirklich exhumieren? Ja klar, komm, machen wir mal. Zap. So. Das gucken wir uns jetzt mal an. Aha. Der Inquisitor. Ich hab den gerade den Inquisitor gesehen. Er ist ganz in der Nähe, auf dem Weg zum Hexenhügel. Oh, Sir, der wird mich umbringen oder noch schlimmer. Beruhig dich. Ich werde ihn ablenken. Vielleicht finde ich was auf diesem Hügel, das mir hilft, um nach Hause zu kommen. Das könnte ja sein, ne? So, was meint ihr denn mit dem Hexenhügel, verdammt, danke. Karte haben wir hier. So. Wo ist denn der Hexenhügel? Verdammt, danke. Keine Ahnung. Aber wir müssen hier in die Richtung, also. Sicher, ob das so gut ist. Ja? Ah. Okay, Zwischensequenz. Alles bereit, mein Herr. Gut, gut. Gab es Probleme? Nein, mein Herr. Aber da war so ein komischer Kauz, der hier rumgeschnüffelt hat. Oh, da ist er. Halt! Leute, beruhigt euch. Ich wohne hier auf dem Friedhof. Er nennt uns Leute... Das muss für wahr ein Kultist sein, mein Herr.
Sag ihnen, dass du Friedhofswärter bist. Sag ihnen, dass der Bischof dein Freund ist. Komm auf hier. Wisst ihr, der Bischof ist ein guter Freund von mir. Er hat mich zum Wärter dieses Friedhofs ernannt. Interessant. Ich glaube dir, dass du sein Freund bist. Auch wenn das nicht so beeindruckend ist, wie du denkst. Alle, die ihm Komplimente machen, sind seine Freunde. Aber jemandem zum Friedhofswärter zu ernennen, fällt nicht in seinen Aufgabenbereich. Ich muss mit ihm wohl mal ein Wörtchen reden beim nächsten Besuch, den ich ihn abstatte. Und dann werde ich ihm an die Grenzen seiner Zuständigkeit erinnern. Möchtest du mich zur Hexenverbrennung begleiten? Ja klar, Mann. Es wäre mir eine Ehre. Also, wie bist du zu dieser interessanten Aufgabe gekommen? Einfach lügen. Wissen Sie, schon seit ich ein kleiner Junge war, wollte ich Friedhofswärter werden. Ich empfehle dir sehr, die Leute nicht mit diesem Nonsens zu verwirren. Guck mal, der schwebt, der hat keine Fußstapfen. Wir haben Fußstapfen. Hier bin ich, der Großinquisitor, und ich schütze den wahren Glauben und die Menschheit. Oh Mann, ja, das glaube ich euch. Wir erleben gerade schwere Zeiten in der Stadt. Das Schiff der Toten ist bereits überfüllt und es steckt schon ein neues Schiff am Hafen fest. Dein Friedhof könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt wieder in Betrieb genommen werden. Der dunkle Kult wird stärker. Ich kann es fühlen. Rechtschaffener Zorn regt sich in meiner Seele. Wir hatten lange keine Hexen mehr. Und jetzt verbrennen wir schon die zweite dieses Jahr. Das ist nur der Anfang. Die Hexe soll brennen! Brenne! Die Hexe soll brennen! Entzündet das Feuer! Ja, mein Herr! Brutzel, brutzel. Lang lebe der Großinquisitor! Hurra! 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 Alle schreien Hurra! Nur weil sie da irgendeinen unschuldigen Menschen verbrennen. Also, du hast wohl viel Zeit mit Leichen zu tun, nicht wahr? Ja, gehört zu meiner Arbeit. Und du lebst gleich neben diesem Hügel beim Friedhof, stimmt's? Ja. Interessant, interessant. Weißt du, ich brauche hier jemanden im Dorf, einen Freund. Ein Freund von mir ist ein Freund der Heiligen Inquisition. Dorfbewohner sind so verschieden von uns Stadtmenschen. Man kann ihnen einfach nicht trauen, weißt du? Aber du bist neu hier. Dir könnten ungewöhnliche Dinge auffallen. Werde sein Freund, Lee? Ja, wir bleiben mal sein Freund, irgendwie würde ich sagen. Wir werden mal so ein bisschen sein Freund. Na klar, wir haben ein Vergnügen, ihr Freund zu sein. Eine weise Entscheidung. Freundschaft basiert auf Vertrauen und gutem Willen. Und mein Vertrauen zu gewinnen und ein Freund der Inquisition zu werden, musst du diesen guten Willen erst einmal beweisen. Nun denn, ich habe ein paar kleine Aufgaben für dich. Was für Aufgaben? Alles zu seiner Zeit. Heute ist der Tag des Zorns. Kein Tag, um sich mit Kleinigkeiten herumzuschlagen. Wir können am nächsten reden oder an einem anderen. Diese Zeichen. Ich komme gern hierhin. An keinen anderen Ort fühle ich mich meinen heiligen Zorn so intensiv. Okay. Krasser Scheiß, verdammt. Wir tun jetzt erstmal so. Ich meine, Kopernikus hat auch erstmal so, also hat ja geschwiegen, ne? Ich meine, der wusste schon, warum er nicht sagt, okay, wir haben ein heliozentrisches Weltbild und es dreht sich nichts um die Erde außer der Mond. Ach du meine Güte, hier ist echt so ein Portal. Aha, den können wir noch nicht abbauen. Ich muss hier alles mal testen. Hier haben wir Marmor anscheinend. Stein, hier ist normaler Stein. Nehmen wir direkt noch was mit. Yeah. Ein Stein, drei Stück. Dann kommen wir hier rüber. Guck mal, hier ist eine alte Hütte. Geil. Okay. Blümchen nehmen wir mal mit, wenn es geht. Ah.
Jetzt haben wir ein paar Ästchen bekommen. Ich hoffe, wir haben die richtige Leiche exhumiert. Das ist nämlich eine Hütte, eine hübsche Hütte. Eine hüppe Hütte, wollte ich gerade sagen. Grab. Okay. Arbeitszimmer immer noch nicht beendet. Verstehe ich im Moment noch nicht ganz. Aber macht nichts. Gut. Wir sollten die restliche Energie aufbewahren, um die Schleime für den Schmied zu killen. Und wir konnten ja auch nicht richtig zurück zum Barkeeper, sage ich jetzt mal. Wo bist denn hier? Okay. Was ist das? Kostet ganz schön viel Kraft, das hier wegzubuddeln. Ach, dann haben wir hier ein Beet. Ach, wie geil. Hätten wir noch weitere Beete. Das ist ja cool. So, dann dürfen wir jetzt höchstwahrscheinlich immer wieder hier... Oh, ich würde die Gegend noch ein bisschen gerne erkunden, aber ich glaube, wir müssen erstmal zum Schmied. Geil, wir haben... Da unten möchte ich auch gerne mal hin. Kämen wir denn dahin? Wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Gebiet freigeschaltet, wie es ausschaut. Hier unten gibt es Metall anscheinend. Guck mal, hier will jemand was von uns. Glaube ich. Was auch immer du mir verkaufen willst, ich kauf's nicht. Sogar wenn es Drogen oder magische Tränke sind. Ich schaue mich nur um, ich weiß nicht, was hier los ist, aber alle sagen mir, dass ich ein Friedhofswärter bin. Oh, dann bist du ja sogar noch schlimmer als diese verschlagenen, wandernden Händler. Euer ganzer Berufsstand ist mir suspekt und dich mag ich überhaupt nicht. Jetzt, da du das weißt, weiß ich die... Da du weißt, was ich von dir halte, können wir ins Geschäft kommen. Cool. Handeln? Er hat Karotten und all so ein Kram. Geil. Okay. Geil. Kriegen wir auch Äpfel und so? Cool. Auch ein Apfel. Hier liegen noch Äpfel rum, Mensch. Was ist das unfair? Wir dürfen bei dem natürlich noch nichts. Aha. Mushrooms. Sehr schön. Dürfen wir ihm natürlich noch nichts ernten. Wir sind noch nicht... Ah, guck mal da drüben, da ist doch irgendwas. Oh, es wird schon wieder dunkel, aber unsere Energie reicht noch. Hier ist noch ein Ausgang. Was ist das? Keine Ahnung. Okay, gehen wir wieder raus. Gut, jetzt haben wir den Inquisitor belogen, dass wir sein guter Freund sind. Ach, das ist hier unten am Feld. Wir sind noch gar nicht wirklich am Dorf. Wir sind bei der Weizenfarm. Haben den Inquisitor so ein bisschen eingelullt, damit er uns ein bisschen in Ruhe lässt. So, hinter der Schmiede ist hier noch ein bisschen rüber. Hier unten war die Schmiede eigentlich. Ja, da unten. Da sind grüne Schleime. Ach, nicht genug Ausdauer. Okay, müssen wir mal eben ins Inventar. Nehmen wir mal so einen Ausdauertrank. Ja, nehmen wir mal. Komm her, du Schleim. Hihi. So, zwei. Aber wir sollten drei, glaube ich, ne? Irgendwie. Hier sind noch irgendwelche Ruinen. Richtig abgedreht. Ich meine, dass das komplex war, war mir schon vorher bewusst, als man hier Talentebaum und so. Meine Güte. Müssen wir gleich mal schauen, dass wir da so ein bisschen leveln. Denn ich glaube, wir müssen echt vorankommen mit dem Arbeitszimmer. Ah, hier kann ich was untersuchen. Frische Eier, lecker. Handeln. Fünf Kröten. Nehmen wir mal zwei mit. So, danke. Rein theoretisch müssten wir noch zum... Warte mal. Schmiede.
zum Wirt. Doch, die ist doch direkt hier unten. Das hier müsste die Schmiede sein. Hier unten. Mit dem Toilettenhäuschen und so. Wo ist denn nun Gunbert? Unser Schmiedenmann. Der pennt. Na gut. Sollten wir vielleicht auch tun, ne? Ich latsch nur mal kurz in die Taverne. Taverne. Und dann können wir noch mal checken, was der... Taverne? Schmiede? Kreuzig? Das Ding hier ist doch nicht die Taverne, oder? Doch, ist sie. Sah so komisch aus. So dieser komische Typ da reden. Arr, so ein Pech. Nur nicht heute. Der hier? Da ist doch blöd. Ich habe den Brief gebracht. Und ich komme hier nicht dran. Dann gehen wir eine Runde pennen, Kinder. Krass, also das Quest können wir im Moment noch nicht abschließen. Finde ich sehr seltsam, aber ist okay. Wir haben jetzt die Schleime gekillt und wir können eh erst am nächsten Tag schauen, was der... Guck mal, unsere Fußspuren sind immer noch da, wie cool. Also wir können eh erst am nächsten Tag fragen, was los ist, weil der ja... Der pennt ja noch, der Schmied. So, morgen haben wir diesen komischen Tag, ne, wo dieser Händler vorbeikommt, ne? Bauer, ein schlecht gelaunter Typ, immer müde von der Arbeit, ja, ist klar. Ach nee, der Händler hat einen Mond, also dieses komische Widder-Ding, okay. Widder kommt erst wieder ganz oben. Okay. Haben wir denn irgendeinen, der an dem Tag morgen da irgendwie? Den willst du nicht als Feind haben beim Inquisitor. Heftig. Ja, Schleime. Zwei Schleime. Alles klar. 10 Papier und eine Tinte. Rede mit dem Händler wieder mal am Dingenstag. Ja gut, alles klar. Lulalulalulalulalu, der Tag bricht schon an und wir müssen pennen gehen. Tap, 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 ja. Noch ein bisschen Energy. Können wir ruhig noch ein bisschen unsere Gegend aufhübschen. Gibt's noch Pilze, ne? Die Restenergie können wir jetzt ruhig noch verpulvern, oder? Aha. Den könnten wir ausgraben. Ah, guck mal. Und sowas können wir dann bestimmt hier auf den Holzstapel schmeißen. Der Lebensbalken wird noch angezeigt, weil wir ziemlich angeschlagen wurden von den Schleimen, weil ich zu doof war, die Schleime adäquat zu beseitigen. Oh. Cool, damit haben wir das bereinigt. Gehen wir mal eine kleine Runde pennen. Was heißt Arbeitstisch nicht beendet? Was wäre unser Arbeitstisch? Okay, wir könnten einen rohen Aufschnitt machen. Aber da würde ich ganz ehrlich behaupten, das machen wir in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt pennen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Euer John D. Fool und tschüss.